Vater und Sohn sterben auf der A44. Unna in NRW. Die Dashcam eines Autofahrers filmte, wie ein grauer Porsche 911 GT3 mit Tempo 200 über die linke Spur der A44 rast. Dieses Video liegt der Polizei vor. Im Sportwagen saßen Vater Oliver und Sohn Maurice K. Führte eine Bodenwelle dazu, dass der Porsche bei hoher Geschwindigkeit den Kontakt zum Asphalt verlor, abhob und unkontrolliert von der Fahrbahn schleuderte? Der Ermittler spricht von tückischer Bodenwelle. Der ausgebrannte Porsche steht noch neben der Fahrbahn. Die Behörden ermitteln weiterhin wegen eines illegalen Rennens. Ein Porsche ist dort mit zwei Insassen von der Fahrbahn abgekommen auf die Parallelfahrbahn A1 in Richtung Köln. Ist dann über mehrere hundert Meter in Richtung hohes Baum- und Buschwerk geschlittert und dort schlussendlich in Flammen aufgegangen.